Willkommen zurück zu The Escapist. Wir haben Tag Nummer 17, wo man natürlich nicht vergessen darf, dass ich immer so gewisse Tage skippen durfte. Zumindest einmal. Okay, gucken wir mal, was passiert. Wir haben unser Zeug, weil wir es beim letzten Mal halt mitgenommen haben. A fine body of man. The following are the Celtos. Funky Fingers and Bomber. So, wir überlegen weiter, wie es weitergeht. Ich hatte nachgeguckt. Plastic Cell Key heißt tatsächlich, dass es nur für diese abgeschlossenen Zellen bei Nacht gilt. Gleichzeitig hatten wir gerade eben gesehen, und das war so eine Sache, die ich von Anfang an schon mich gefragt habe. Man sieht, die Sachen sind abgeschlossen. Denn meine bisherige Überlegung war halt wirklich... Kommen wir da raus? Nope, wir kommen da tatsächlich auch nicht raus. Die Überlegung war halt einfach hinzugehen und... Guard-Uniform anlegen. Aufschließen. Rausgehen. Rausschneiden. Das Problem ist nur, uns fehlt der Schlüssel. Es gibt mehrere Schlüssel, wie man sich vielleicht schon erahnen konnte an den Farben der Schlösser. Und... Ich gehe auch weiterhin davon aus, dass jeder davon einen haben wird. Was wiederum die Frage sein wird. Wir wissen, Michael Myers hat den Schlüssel für die Zellen. Was ich überraschend fand, denn dadurch, dass er immer die Ansprachen hält, dachte ich auch gleichzeitig, dass er derjenige ist, der halt der wichtigste von allen ist. So, wir wollten hingehen, wollen die Pfeile upgraden. Oder die Cutters. Wir brauchen dafür eine Pfeile und Duct Tape. Nails, Leiter, Toilet Paper. Ja, komm. Ja. Wir sind doch nur hier, um durchzugucken. Ah, ihr habt alles so überhaupt nichts. Oder den Over müssen wir auch gleich gucken, ob der irgendwas Gescheites verkauft. Ihr habt alles so überhaupt nichts. Was ist denn das für ein Start? Denn das ist die Sache, auf die wir angewiesen sind. Zockmates dürften wir, denke ich, noch... haben. Der ist gerade rechtzeitig umgedreht. Der ist gerade noch rechtzeitig. Oh boy, da kommt schon wieder Shaving Cream. Habe ich auch keine Ahnung, was man damit macht. Ein Cup. Oh, das hat er gesehen. Verdammt. Er wird von vielen Leuten entdeckt. So, gleich ist wieder Essenszeit. Bedeutet also... Danach... Oh, Dirt. Der Kollege hat Dirt am Start. Ich gehe davon aus, dass Dirt tatsächlich benötigt wird, wenn man versucht, sich irgendwie rauszugraben. Dass man das damit wieder auffüllt oder ähnliches. Eine Batterie? Aber wie man sieht, wir haben jetzt alle durchgeguckt, da ist nichts wirklich großartig dabei. Dann dementsprechend auch schon... umgucken... Du hast einen Quest. Bleibst du bitte stehen? Hey. You're not friends with Night Boosters, are you? I'd be in everyone's best interest if he took a beating. Wie gesagt, das sind so Sachen, die ich nicht unbedingt machen möchte. Einfach hingehen, eher sagen, hey, ich helfe dir, irgendwas zu besorgen. Wenn es was zum Klauen ist von einem anderen, ist okay, dadurch, dass ich kein Minus bekomme. Aber... jemand auf die Nase hauen, Aufmerksamkeit auf einen ziehen oder ähnliches. Wiederum Sachen, die ich nicht machen möchte. So, ich brauche meinen Verkäufer. Da ist er, sehr schön. Schattenmensch mal wieder, guten Tag. Oh, der hat eine. Der hat eine. Hoho. Schattenmensch und Wolkopf haben sich geprügelt. Also Schattenmensch ist ja eh grundsätzlich jemand, der sich hier gerne prügelt. Und dementsprechend auf die Glocke bekommt. Allerdings weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wolkopf, ich meine, mich erinnern zu können, dass er schon ab und zu auch mal am Boden lag. Aber ob er auch jemand ist, der tatsächlich immer kämpft, weiß ich nicht. Okay, dann machen wir das hier mal schnell. Das sollte ja eh nicht lange dauern. Ich denke, ich bin da mit aktuell wieder relativ gut geworden drin.
Ich erinnere mich an das allererste Mal, wo wir das hatten. Habe ich meinen Job nämlich gleich verloren gehabt. Ja, das sollten jetzt schon die letzten beiden sein. Wunderbar. Wir brauchen auch gerade aktuell keine Uniform. Die haben wir nämlich immer noch am Start. Pfeile suchen. Pfeile, 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 Pfeile. Ansonsten, wir gucken auch gleich mal... Oh, ja. Die Berufe wurden wieder von anderen übernommen. Man sieht, Night Booster ist jetzt hier drin. Okay, wir haben die ganzen Sachen durchgeguckt. Und sieht jetzt sind die Türen auch offen. Da müssten wir dann auch mal gucken, wann das tatsächlich passiert. Hier läuft, glaube ich, auch niemand lang. Denn wir haben gesehen, Roll Call vorbei. Essenszeit vorbei. Und da waren die immer noch zu. So. Sehr schön. Damit haben wir das hier. Unser Beruf ist fertig. Oh, wir dürfen nicht vergessen, wir haben sehr viel Zeug hier drin. Was wir immer rausschleppen müssen, falls irgendwas ist. Wir brauchen... Duct Tape. Und niemand hat's. Ja, was dann vermutlich gleich wieder bedeutet, wir dürfen einfach hingehen. Und gucken wir mal ganz kurz. Ja, Dye haben wir immer noch nicht gemacht. Crafting Notes sind alle weg. Wir haben 70 Stärke und 84 Intelligenz. Gut, dann gehen wir aber schon mal hin. Oh, wir gucken einfach mal, was die machen und was die haben. Oh, Spatula. Finde ich interessant. Oh, Talcum Powder. Nice. Das nehme ich doch dankend an. Und wir fangen einfach schon mal an mit dem Training. Ich habe eh nichts anderes zu tun. Mehr Stärke haben, besser sein, den Gegner auf die Nase hauen zu können. Ja, das wollen wir. So, an was müssen wir denken? Was müssen wir machen? Wir wissen immer noch, wir brauchen immer noch den Pillow. Denke ich. Denke, das wäre das Naheliegendste. Und einfachste auch gleichzeitig. Ja, und dann brauchen wir das Upgrade noch. Und dann könnten wir es probieren. Und dann könnten wir es probieren. Oh, 91% Stress. Oh, you're too fatigued. Interessant. Hat das Auswirkungen auf deine HP gehabt? Ich glaube nicht. Und schon wieder. Volkov hat diesmal angefangen. Und keine Ahnung, mit wem er sich geprügelt hat. Ah, Funky Fingers, okay. Das ist aber niemand, der wirklich Sachen verkauft, ne? Doch, er. Nee. Gib mir doch was von dem Juten-Zeug. Okay, die beiden haben sich auch wieder gefangen. Ja, dann müssen wir vermutlich auf morgen warten. Hoffen, dass Sachen reinkommen. Ich will jetzt eigentlich nicht essen. Ich habe Essen schon. Wieso, ich brauche nicht mehr, weil ich Fatigue wieder auf neu habe. Okay, dann setzen wir uns einfach hier hin. Oh. Interessant, das hat dir einen Plus gegeben. So, hattest du noch was? Was gift jacked my bottle of sleeping pills earlier. Ansonsten eine Sache noch. Eine Sache hatte ich ebenfalls nachgeguckt. Und zwar diese Kisten, die wir beim letzten Mal gefunden hatten. Diese zwei Stück, die ich dann im Endeffekt der Toilette runtergespielt habe. Die Dinger sind für eine spezielle DSC-Mission benötigt. Anders sonst eigentlich nicht. Und dementsprechend komplett witzfrei für uns. Aber, und da kommt die nächste Sache. Wir sollten Sachen nicht mehr grundsätzlich wegschmeißen. Sondern wir sollten hingehen und... Oh, hi. Schattenmensch ist gut bewaffnet. So, gehen wir weiter. Danke. Ach, come on. Ihr habt zwar alle Sachen dabei, aber ich will euch nicht schon wieder die Uniform klauen. Auf jeden Fall, was wir machen sollten, ist Sachen nicht mehr wegschmeißen, sondern weiter verschenken. Denn das sollte uns helfen.
Okay, Talcum Powder können wir ohne Probleme lagern. Das andere Zeug werde ich mal ganz kurz mit mir rumschleppen. Einfach aus Sicherheit. Dadurch, dass der Rollcall ja eh demnächst gleich wieder kommen wird. Falls da irgendwas ist, muss ich mir keine Sorgen machen. Okay, gehen wir hin. Bolzen nochmal ein bisschen Intelligenz weiter. Meine, warum nicht? Weißt du nicht, ob es wirklich Sachen gibt, die 100 Intelligenz benötigen? Wie ist es, ob wir 100 Stärke oder 100 Geschwindigkeit brauchen? Aber ich werde es einfach mal machen. Dadurch, dass wir wirklich halt, glaube ich, bis 22 Uhr noch Zeit haben. 22 Uhr ist Rollcall. Hier wirklich hinbolzen, so viel wie möglich. Oh ja, 94, das ist dann nice. Ja, wir haben es gleich. Sehr cool. Bisschen schade, dass man das nicht auf dem Screen so direkt sieht. So müssen wir jedes Mal. Oh, hi. Ist es immer noch der gleiche Typ? Patrick Garrett. Der Kollege heißt jetzt anders. Bitte fragt mich nicht, wie er vorher hieß, aber ich meine, der heißt jetzt anders. Ah, wir konnten immer noch an keine Prisoner Stashes rankommen. Das ist so eine Sache. Was definitiv cool ist, dass man halt wirklich scheinbar Sachen auf die unterschiedlichen Arten und Weisen angehen kann. Aber natürlich würde ich gerne sehen, was da drin ist, ob da irgendwas drin ist oder ob das wirklich nur eine Kiste ist, wo man Sachen lagern könnte, weil das wäre auch cool. Obwohl gleichzeitig man auch wieder sagen müsste, man bräuchte dafür da halt den richtigen Schlüssel. Moment mal. Das ist gelb. Vielleicht könnten wir den aufmachen. Das Problem ist nur logischerweise. Wann macht man sowas auf? Am besten wäre Essenszeit. Das müssten wir einfach fast glatt mal testen. Wir müssten zwar dann logischerweise damit klarkommen, dass wir dann ein paar Prozente verlieren würden bei unserem Schlüssel. Und zwar. Okay, nicht ich. Viel Spaß. Was muss ich bedenken? Wir brauchen das Kissen. Wir brauchen Duct Tape. Na, hoffen wir, dass wir das jetzt im nächsten bekommen. Ich behalte jetzt auch mal ganz kurz das Zeug bei mir. Denn wenn jetzt eh gleich wieder beim nächsten Roll Call mir wieder gesagt wird, hey, du wirst durchsucht, dann muss ich jetzt hier nicht wieder hinsprinten. Man sieht, die Türen sind weiterhin lila. Das ist ein Problem. Denn wie kommen wir durch lila Türen? Mit dem lila Schlüssel, schon klar. You know the drill, we do. Oh, hi, guten Tag. Ich habe schon alles dabei. Glaubt aber bitte nicht daran, dass ich euch das übergeben würde. Interessant, dass der, also das vermutet immer dieser eine Weg, den er nimmt, ist, dass der zur Arbeit geht. Okay. Mein Zeug nehme ich jetzt logischerweise weiterhin mit. Und dann gucken wir, was die Leute zu verkaufen haben. Und dann müssen wir aufpassen, wo sie hinlatschen. Denn wir können gerade so überhaupt nichts mitnehmen, kaufen. Ah, der Pfeil ist wieder am Start. Oh, Crafting Note. Oh, und Duct Tape. Oh, Bomber. Oh. Dich werde ich später besuchen kommen. Zwei Sachen, die ich brauche. So, wenn wir das haben, können wir das weiterverarbeiten. Dann haben wir den Schritt. Wir haben einen Schlüssel. Und ich befürchte, dass wir zwei benötigen, was dann wiederum schwer wird. Wolkow prügelt sich mit Weißbrot. Und sehr schön. Natürlich machen die das genau. Jetzt, Donut. Okay, dann gehen wir mal hin. Gucken jetzt nach. Ich gehe aber mal davon aus, dass ich das mein Zeug jetzt wieder ablegen kann. Oh. Das rein. Dann nehmen wir auch schon das hier mit. Denn ich denke, das Beste ist, dass wir das sofort alles zusammen upgraden. Come on. Weißbrot, was hattest du? Talcum Powder.
Guard-Uniform. Nicht, was ich brauche. Bomber, Bomber, wo bist du? Come out. I want to get wasted, Weißbrot. Na, na, na. Beziehungsweise, wir sollten wirklich, denke ich, erstmal hingehen und gucken, ob nicht jemand tatsächlich das Zeug herumliegen hat, bevor wir wieder Geld ausgeben. Ja, 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 Michael Myers, alles klar. Fordere das nicht heraus. Die Überlegung ist, dass wir irgendwann noch an den zweiten Schlüssel rankommen. Hi, oh, hat's nicht mitbekommen, wow. Wie auch immer das nicht der Fall war. Okay, wir brauchen Talcum Powder und, oh boy, ja, 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 ja. Oh, oh, hi. Ja, ich bin stärker als du. Okay, wir haben ein Problem. Er hat einen roten Schlüssel. Für was braucht man Rot? Rot ist Staff Key. Brauche ich Staff Key? Eigentlich nicht. Eigentlich so überhaupt nicht. Zumal das Problem ist auch gleichzeitig, ich habe das Zeug nicht am Start. Lunch, ja, fuck, da muss ich jetzt hingehen und das ablegen. Okay, wir müssen einfach was austauschen. Ich denke, das geht in Ordnung. Lass mich ganz kurz was machen. Das war jetzt doof, aber ich will das Zeug nicht an der ersten... An der ersten Stelle haben. An der letzten kann ich es hinlegen. Oh boy. Ja, wir haben uns ein bisschen geprügelt. Das bedeutet natürlich auch für uns, wir müssen jetzt weiter aufpassen. Wo ist der Kollege hin, der das Ganze verkauft hat? Meine, einer fehlt noch und das wird er dann vermutlich sein. So, wir arbeiten auch mal ganz kurz den Stress ab. Nope. Wer war denn das dann? Bomber. Bomber, du hattest doch Sachen verkauft. Weg mit der Zeug hier. Volkov, okay. Also auch er ist jemand, der dann doch relativ gerne zuschlägt. Bomber, 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 Bomber. No, oh fuck, ich war noch im Kampfmodus. Scheiße. Ich hab's überhaupt nicht mitbekommen. Wow. I didn't do it. Ich hab nicht mitbekommen, dass ich die Leertaste noch anhatte. Meine ist nicht so tragisch. Dann müssen wir uns bei Bomber... Oh, 44%, ja. Bei Bomber nachher mal entschuldigen. Ihm irgendwie einen Wischmob andrehen oder ähnliches. Denn wie gesagt, ich will nicht auf die falsche Seite mit denen geraten. Auf der guten Seite mit denen bleiben. Alles klar. Eine machen wir noch und dann sollte das eigentlich schon sein. Ja, tatsächlich gut. Ah, deswegen hat er die ganze Zeit auch nicht reagiert, weil ich die rechte Maus gedrückt habe. So, Heat ist bei 34%. Ich weiß nicht, ob das was zu sagen hat. Nope. Okay. Alles zensiert. Okay, der ist zwar gerade auf mich zugelaufen, aber... Okay, dann gucken wir mal weiter. Ich frage mich wirklich, was der Heatmeter selbst auszusagen hat, denn wir wurden von denen gejagt, hatten aber nicht 100%, denke ich. Also, ist dann halt, wird man dann konstant gejagt, wenn man 100... Oh, jetzt hat Bomber auch wieder Sachen zu verkaufen. Vielleicht... Nee, das kann ja eigentlich auch nicht sein. So, er hat komplett neues Zeug. Du Ding Dong. Menno. Aber ich guck trotzdem deine Sachen. Ah. Ja, es ist alles nix, ne? So. So, so, so. Was kann ich machen? Wir haben Talcum Powder, wir haben Toothpaste. War das die Kombination? War das die Kombination? Damit kommen wir weit auf Paddy, genau. Dann müssen wir Sachen flüssig machen, genau. Dafür brauchen wir Comp und Leiter. Und dann müssen wir irgendwie, die Betonung liegt auf irgendwie, es schaffen,
Warum hast du das Zeug nicht mehr? Mano. Jetzt wird es ein Problem, denn wenn ich nämlich nochmal aufgerufen werde, dann kann ich da nicht viel machen. Was nun? Ich könnte dem einen dieser Sheet Metals einfach abdrücken. Wirklich einfach hingehen, Bomber nochmal aufsuchen und denen das einfach schenken. Wie man sieht, der ist jetzt zwar Opinion nicht mehr allzu hoch für uns. So 36 war das. Thanks, ja. Und damit auf 36 geblieben. Ah, ist zwar keine Verbesserung, aber damit bin ich zeuglos geworden. Was bedeutet das, 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 das und das da? Also alle Sachen wieder in der Hand. Und darauf sollten wir aufpassen, dass wir immer gucken, dass wir nicht zu viel haben. Und nur dann zu viel haben, wenn. Ich gehe mal aufs Falsche. Oh, Intelligenz ist schon wieder auf dem Weg nach unten. So, ich gehe mal hin und laufe diesmal einfach ein bisschen. Not even trying here. Ja, auf jeden Fall, die prügeln sich schon wieder. Ja, ist natürlich doof. Duct Tape war da und dann war es wieder weg. Also wirklich, entweder ist das. Ja, es muss erst später sich updaten. Nach dem Essen dann. Also interessanterweise. Ja, weiterhin. Ich weiß noch nicht so richtig, was Geschwindigkeit bringt. Ich meine, klar, wir sind erst bei 16. Das sind 6 Punkte mehr als im Vergleich zu vorher. Ja, mir tut das natürlich immer ein bisschen leid, wenn man nur so wirklich langsam vorankommt. Ich will natürlich auch was versuchen. Aber wir haben immerhin mal eine Wache auf die Nase gehauen. Also scheinbar bisher ist keiner wirklich da, der uns großartig Probleme bereitet. Am besten wäre es wirklich, wenn wir vielleicht sogar zweimal Duct Tape finden. Denn einmal Sheet of Metal will ich aufheben, um hoffentlich damit meine Rüstung mal upgraden zu können. Oh, vielleicht müssen wir bei der Rüstung auch hingehen und eine nehmen, die wir halt nicht bereits tragen. Also ich gehe davon aus, dass man nicht das schrittweise upgraden kann oder muss. Ja, Schattenmensch mal wieder. Hi. Bomber, come on. Aha. Wie häufig wechseln die jetzt solche interessanterweise logischerweise Sheet of Metal hat jetzt im Angebot? Ich warte gerade ein bisschen darauf, dass der wieder aufwacht, damit ich bei ihm gucken kann, was er kauft. Vielleicht wechseln die ja häufiger. Weil das scheint aktuell der Fall zu sein. Schattenmensch. Ja, Schattenmensch hatte nämlich gerade eben noch nicht. Gerade eben waren das doch noch Weißbrot und Bomber. Ha, also richtig? Habe ich das noch nicht raus? Scheinbar ist es wirklich so, dass halt da häufiger gewechselt wird. Okay, wir wissen, Ninjada war derjenige mit dem roten Schlüssel. Ja. Dann Michael Myers war der mit dem Zellenschlüssel. Ja, roter Stüffel. Schlüssel ist für Angestellten Sachen. Dann gucken wir mal, wir könnten dann hier rein. Wir könnten irgendwie dort rein. Was wollen wir da? Wir könnten uns hier drin verstecken oder das Zeug klauen. Hier gibt es dann sonst weiter nichts Interessantes. Ansonsten, vielleicht, dass das blinkt. Oh ja. Night Booster hat aufgehört wieder. Hier könnte man rein, aber warum auch immer, wenn man das sollte. Ich gehe davon aus, dass man da was bekommen kann. Cleaning Supplies. Daraus kann man vermutlich nichts wirklich großartig klauen. Was für Eingänge gibt es noch, die man mit dem Roten bräuchte? Ja, hier. Weißbrot ist jetzt schon wieder am Start. Hey. Ah, Schlagstöcke, wow. Der kann zwei auf einmal tragen. Kannst du dann so drehen lassen. So. Hier in der Senderweise ist nicht. Wow, what? Holy shit. Okay, der ist sofort auf mich losgegangen. Ihr beiden Ding-Dongs. Kann ich irgendeinen von euch beiden helfen? Nope. Talcum Powder. Nope. So, Bomber. Hast du noch was geändert?
So, also Ninjada ist erneut auf mich losgegangen gerade eben. Oh, Crafting Note. Oh, das wäre awesome. Oh boy. Stehen bleiben. Poster. Super. Ich hab's mitgenommen. So, weißt du was? Ich will erneut Nightbooster aufsuchen. Nicht Nightbooster, Ninjada. Ich will einfach wissen, ob der mich jetzt bewusst irgendwie... Nope. Der geht mich nicht bewusst jagen, obwohl er mich gerade trotzdem angegriffen hat. Ich weiß nicht wieso. Okay, gucken wir mal. Ich meine, im Endeffekt ist es egal, ob wir durchsucht werden oder nicht. Wir haben unser Zeug dabei. Ansonsten auch interessant zu sehen. Doc haut gerade wieder ab, geht nach Hause. Fine body of man. Wer wird durchsucht? Weißbutt und Bomber. Oh, die beiden Händler vom heutigen Tag. Ah. Oh. Okay, wir haben es verstanden. Wir stehen jetzt hier wirklich für eine Stunde und müssen zuhören, was sie labern. Okay. Hoffen wir mal, dass der nächste Tag uns was mehr bringt. Ach, hier logischerweise will ich jetzt wieder hingehen. Wow. Obwohl, im Endeffekt kann ich ruhig aufstehen schon. Ist nicht so wichtig. Dadurch, dass wir dann nachher eh essen gehen. Okay, Bomber. Und da gucken wir mal jetzt wieder ganz bewusst. Ja, er hat immer noch das Zeug vom vorherigen Tag. Und dann beobachten wir mal wirklich, wann das wechselt. Time for the roll call. The sweetheart's about to get their sausage. That man, John Funky Fingers. The one loves you all. Alles klar. Naughty boys will be sent to solitary. Das sagen die auch alle zwei Sätze. Oder jeden zweiten Satz. Okay, Weißbrot. Jetzt hat er zum Beispiel schon andere Sachen. Aber interessanterweise trotzdem weiterhin Weißbrot. Also, das System dahinter will ich noch wirklich herauskriegen. Damit man halt wirklich die bestmöglichen hier zum Beispiel jetzt Schattenmensch mit Verkäufer. Das ist natürlich gut. Ja, aber Weißbrot ist weiterhin, aber Schattenmensch ist jetzt neu hinzugekommen. Und das heißt also, wir werden jetzt gleich Schattenmensch hinterher rennen. Hi. Und... und werden dann gucken, ob sich dann wieder was geändert hat. Okay, wir hatten sich da geprügelt. War das jetzt schon wieder Volkov und Schattenmensch? Ja, yep, looks like it. Oh, ich dachte jetzt schon wieder, da geht jemand auf mich los. Oh, you're not friends with things, Bombskirchen. Ja, das war Volkov. So, meine Zelle wurde nicht durchsucht. Wenn sie durchsucht worden ist, dann ist es jetzt schon wieder fertig. Rein da. Mö. Ey, mö. Rein damit. Okay, hat ein Mensch. Come to me. Yes. Wunderbar. Also es ist definitiv ganz wichtig, dass wir diesen Job weiterhin behalten haben. Dass wir den nicht verloren haben. Yes. Sturdy Cutters. Sturdy? Oh, hebst noch eine Stufe. Hebst dann noch eine Stufe. Holy shit. Okay, weiter durchsuchen. Oh boy. Spoon. Ja, no shit. Oh, blondes Gift. Hi. Come on. Okay. Hey, komm rein. Hab ich dir viel... okay, dann nicht. Ich hatte gehofft, dass die dann halt jetzt... Oh, da prügeln sich gerade wieder welche. 1 gegen 3 Schaden. Oh boy. Also Funky Fingers. Funky Fingers bedeutet wohl scheinbar, dass er so Funky Fingers hat, dass er nicht wirklich gescheit zuschlagen kann. Wire, Toothbrush, okay. Kann ich ihm einen Toothbrush klauen? Das hast du jetzt nicht gesehen. Gut für dich. Schnell rein. Schnell gucken. Schnell nichts finden. Wieder raus. Ja, du gehst unten lang. Gute Entscheidung für dich.
So, gleich ist schon wieder Essenszeit. Ja, ich komme gleich. So, ich hoffe einfach mal, dass niemand mir während der Essenszeit auf die Nase hauen möchte. Was man probieren könnte, ist definitiv die Tür aufmachen während Freizeit, weil da sind, glaube ich, nicht allzu viele Leute am Start. So, gucken wir mal ganz kurz. It's all cracking off next exercise period. If you could distract the guards, I see you right. No. Funky. Jacked sleeping bottle. Volkov. Not friends. Ja. So. Rally ist wieder da. Der hat super Glue. No. Ich wollte ihn noch nicht wegstoßen. I'm sorry. Oh, Crowbar für 80. Crowbar für 80. Ist vermutlich verdammt stark dann dafür. Ah, Volkov und Funky Fingers waren das jetzt. Ne, jetzt heißt Black und Volkov. Also ihr prügelt euch wirklich sehr, sehr gerne. Ah, it's time for the job. Ich hätte warten sollen, aber die zwei Uniformen, die ich da hätte eventuell klauen können, lohnt's dann echt auch wieder nicht. Come on, come on. Ganz schön pingelig. Wehe, du haust mir jetzt auf die Fresse, während ich arbeite. Ja, schön. No, nicht die schmutzigen Sachen reintun, danke. Zwei brauchen wir noch. Denke ich. Ja. Wunderbar. Okay, wir waren noch nicht da oben. Das heißt, wir gucken hier rein. Oh, dirty uniform. Mhm. Hi. Bomber sollte dir egal sein. Ja, okay, du machst ja eh das gleiche wie ich im Endeffekt. Ah, Pack of Mints. Alles so Sachen, die nicht unbedingt falsch sind, aber auch nicht unbedingt notwendig für mich gerade. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Er hätte theoretisch nicht mal gesehen, wenn ich gewartet hätte. Das ist interessant. Die haben also wirklich einen gewissen Radius, in dem sie gucken können. Und wir waren außerhalb dieses Radius. So. Ist schon wieder so ein Tag, wo ich nicht viel machen kann. Mit Toothbrush könnte ich theoretisch zuschlagen, glaube ich, um die kaputt zu machen. Aber das will ich nicht. Ich habe noch nicht den Dye gemacht. Intelligenz ist schon wieder am sinken. Okay, wir machen schon mal ein bisschen Sport, warum nicht? Ja, das ist ein bisschen das Problem aktuell, dass ich zwar kurz davor bin, aber dieses kurz davor sich theoretisch noch in die Länge zieht. Einfach weil ich nicht sagen kann, wie lange es dauert. Denn ich brauche vermutlich einen weiteren Schlüssel. Und vor allem brauchen wir das verdammte Kissen. Das ist wichtig. Das ist eigentlich der wichtigste. Das ist der allererste Schritt, wenn wir was machen wollen. Und zwar halt Dummy hinsetzen. Umziehen. Prügeln sich, glaube ich, gerade wieder welche. Umziehen. Mit dem Schlüssel raus. Und dann halt im Endeffekt gucken, was wir machen könnten. Dass man wirklich sagt, sowas wie ein Probelauf. Was natürlich auch super riskant ist, aber irgendwas müssen wir ja halt versuchen. Ja, ja, too fatigued. Können wir eigentlich einfach rausgehen. Ich meine, im Endeffekt sollte es denen ja scheißegal sein, oder? Gucken wir einfach mal, was passiert. Weil die nächste Stunde, dann kommen die dann halt hier wieder rüber jetzt schon. Genau. Es gibt auch kein Heat oder ähnliches. Also, Problem war das jetzt nicht unbedingt. Aber es war halt auch nicht so nicht toll. Okay, also Kissen. Kissen mit anderen Kissen und Decke probieren, denke ich, war das. Oder hoffen wir es. Wie gesagt, ich weiß es ja weiter nicht, einfach weil wir es bisher noch nicht hatten. Dann, wenn wir das haben, anziehen. Mit dem Schlüssel raus. Entweder brauchen wir doch den zweiten Schlüssel, denke ich. Damit wir da dann halt mit raus können. Aber das bedeutet dann wirklich, dass wir jetzt langsam anfangen müssen und der Polizei, den Wachen auf die Fresse hauen müssen. Das heißt also, wir haben jetzt
Michael Myers, wir hatten den Yada. Aber die anderen drei noch nicht. Und da müssen wir dann herausfinden. Vor allem die Sache ist mit dem Roten. Wow, der Kollege hier unten, wer war das? Adomsk. War da mal rumzittern. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, die prügeln sich. Ist ja nicht so, als wie jeden Tag. Ah! Okay, hat sich jetzt hier nochmal was geändert? Night Booster verkauft Sachen. Also es scheint sich wirklich so über den Tag zu wechseln. Was mir vorher nicht so aufgefallen ist. Dachte wirklich, das ist immer tagsmäßig abhängig. Interessanterweise, wir haben wirklich das ein. Interessant, dass es wirklich mehrere Stufen gibt. Wenig, gar nichts, wenig, viel. Das. Hast du irgendwas theoretisch? Nö. Gehen wir mal raus. Ich gucke mich mal weiter um. Hier kommen wir nicht raus. So, das ist, denke ich, relativ wichtig, dass wir wirklich gucken, was es alles gibt, was man alles machen kann. Hier sind überall Sniper. Haben die irgendwelche Namen speziell? Nö, Tower Guard einfach noch. Weißer Schlüssel. Ich denke, der weiße Schlüssel ist mit der schwerste Schlüssel, den man bekommen kann. Also gehe ich mal davon aus, dass der nicht einfach eine Wache hat. Hier ist nochmal ein roter Schlüssel. Da ist nochmal ein weißer. Rotes Schloss. Also hier komme ich nicht rein. Okay, gut zu wissen. Okay, hier prügeln sich wieder Leute. Oh, machen sich einen Schaden. Wer wird's gewinnen? Ja. Oh, Frick hat angefangen. Und dann wird er noch ihm auf die Fresse gehauen. Aber man sieht, da ist ein Unterschied. 4 Schaden kann er anrichten. Ah, super. Super. Also man sieht alles noch nicht so wirklich das, was ich brauchen kann. Ich würde sagen, wir probieren noch eine Sache. Meine, wir gucken uns ja eh grundsätzlich eh relativ gut um. So, ich gehe mal davon aus, wenn wir es richtig gesehen haben. Hier unten, ja, das ist auch hier. Also von da könnten Leute dann ebenfalls kommen. Die Frage ist logischerweise eh nur, warum sollte man da hingehen? Warum sollte man seine Schlüsselversuche damit verschwenden? Ja, jetzt alles schon nicht mehr hier, interessanterweise. Hier kommen wir rein, da kommen wir rein. Also, rot ist wirklich rein für die uninteressanten Sachen, muss ich mal ganz ehrlich mal so sagen. Ich weiß noch nicht so wirklich, warum man hingehen sollte. Und die einzige Sache, die ich mir vorstelle, ist wirklich hierhin. Mailroom Files. Oh boy. Oh boy. Ich muss gleich hingehen und gucken, wer seine Sachen durchsucht bekommt. Oh boy. Oh boy. Oh gut. Glück gehabt. Dann habe ich nämlich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Einfach weil ich im Überlegen und Gucken war. Also die Idee ist jetzt, logischerweise nächsten Tag wieder abzuwarten, zu gucken, was wer hat. Und daran zu arbeiten. Was wir aber morgen definitiv versuchen werden, ist unseren Schlüssel zum ersten Mal verwenden. Ich denke, es ist relativ clever, wenn wir den an dem Fach hier unten verwenden, im Park. Denn da sind nicht viele Leute und es ist eine Stelle, wo wir einfach hinkommen können. Dementsprechend, ich bin mal so frei. Nope, nicht so. Wir nehmen mal das ganze Zeug wieder mit. Ich müsste eigentlich echt hingehen und das besser anordnen. Eins, zwei, bum, 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 bum. Achso, ja, weil ich eine Sache verarbeitet hatte, deswegen haben wir nur noch 5 statt 6. Alles klar. So. Ihr beiden, Night Booster. Oh, Crafting Note. Das Fiese ist wirklich, und ich denke, das ist auch so der Grund, warum die Crafting Notes immer wieder verschwinden, ist nicht, weil es ein Fehler ist, sondern weil die vermutlich immer wieder diese Sachen verkaufen möchten. Was bescheuert ist, aber gut. Und zwar. Okay. Nicht meine eine. Ja, lange Nachrichten sind ein Ticken zu lang, scheinbar. Ja, das ist die Sache, die wir dann gleich machen werden. Und sind 41 HP, holy shit. Liegt das an der Rüstung? Ich gehe mal davon aus, dass es an der Rüstung liegt. Okay, wir legen das Zeug rein, aber bevor wir das machen,
Am liebsten wäre es mir ja wirklich. Nee, nicht so, so. Dass wenn wir das ganze böse Zeug haben, dass wir das versuchen, die ersten reinzulegen. So, halt. Ich probiere es einfach. Das könnte nach hinten losgehen. Aber ich bin interessiert daran, zu sehen, ob das funktioniert. So, ich bin nicht allzu spät dran. Oh, ich habe sogar noch ein bisschen Stress am Start, also kann ich mich auch ruhig hinsetzen. God, the chef is trying to poison me with whatever this is. Okay, die Quests haben sich vermutlich nicht geändert. So, gucken wir noch mal ganz kurz. Ah, stehen bleiben. Du hast nur Schrott. Und du hast Crafting Note. Würde ich gerne ganz gerne kaufen, aber ich habe immer Angst, Zeug zu kaufen, was ich nicht gebrauchen kann. So, ich probiere es einfach mal. Ach so, man muss wirklich hingehen. Aha. Also ich kann es nicht so verwenden. Gut zu wissen. Was dann wiederum bedeutet, es gibt noch einen weiteren gelben Schlüssel. Oder muss ich das irgendwie anders machen? Ich meine, ich probiere es einfach nochmal. Ist auch nicht rechte Maus, dass sie auch nicht weiter wegstehen. Meine ist vielleicht zu erwarten, dass der Plastic Cell Key halt nicht auch dafür verwendet werden kann, aber trotzdem nicht schön. So, ich weiß, dass du jetzt gleich wieder um die. No, kam nicht um die Ecke. So, ich muss ein bisschen aufpassen. Pillow ist nämlich relativ ähnlich vom Symbol her. Wie viele anderen Sachen, alle so relativ weiß gehalten. Oh, sehr schön, das brauchen wir. Dann können wir das nämlich hier gleich verbinden. Moment. Hoffe ich. War das mit dem? Yes. Wunderbar. So, ich drück immer das falsche Zeug. Aus irgendeinem Grund. So, dann haben wir die beiden Sachen. Das heißt also, das miteinander kombinieren, das kombinieren. Ja, das sollte eigentlich es sein. Jetzt müssen wir nur die nächsten Wachen mal auf die Fresse hauen. Oh boy. Michael hatten wir. Blondes hatten wir noch nicht. Oh, Lunch. Das Zeug darf ich nicht mit mir schleppen. Wir müssen einen guten Zeitpunkt finden. Müssen logischerweise versuchen, einen von denen abzufangen. Während sie alleine sind, denn ich will die nicht angreifen, während drei oder vier oder wie viel auch immer da auf einmal am Start sind. Okay, danach geht's wieder über zum Arbeiten. Markov prügelt sich mal wieder. Und dann kriegt er auch noch eine ab. Gibt es sonst noch irgendwas, was man bedenken muss? Das ist immer so die Sache. Da, nach dem allerersten Mal habe ich mir so die gefühlt Finger verbrannt, dass ich Angst habe, irgendwas zu übersehen. Die Sache ist dann nur gleichzeitig auch wieder, wie ich mich frage, bräuchten wir theoretisch den Dummy? Oder ist der Dummy wirklich rein als Sorge? Oder um Sicherheit zu sehen, sagen wir mal so rum. Denn sagen wir mal wirklich, wir sind aus der Zelle raus und verkleidet. Was wollen die Wachen machen? Die Wachen werden jetzt vermutlich nicht hingehen und automatisch das Feuer auf eine öffnen. Das wäre nämlich leicht unrealistisch. So. Timber, Pfeil. Ich müsste eigentlich noch Pfeile kaufen. So, dann ist jetzt eigentlich schon fast die Sache, dass wir überlegen sollten, den nächsten abzufangen. Ich nehme immer die falsche Taste und nehme das dementsprechend immer mit. Okay, am besten wäre natürlich da oben den umzunieten. Aber hier oben ist gerade niemand. So, wie gesagt, wir hatten den Yarda rot. Wir hatten Michael Myers gelb. Was bedeutet auch in einen der anderen drei? Deep Blue, Atoms oder blondes Gift. Come on, hier wird doch bestimmt jemand reingehen. Da prügelt sich vermutlich gerade wieder jemand. Ich frage jetzt aber wirklich, was für einen Schlüssel braucht man hierfür? Ah, nicht Michael.
Dich hatte ich schon. Denn ja, da hatte ich auch schon. Warum treffe ich immer auf die, die ich schon hatte? Kusch, kusch, weg mit euch. Aber es scheint so ein bisschen der Fall zu sein, dass sie alle irgendwie die gleichen Routen laufen. Kann das sein? Ich habe immer das Gefühl, dass nur Ninjada, Michael Myers und Blondes Gift hier oben entlang laufen. Ich meine, was ausreichend wäre. Okay, Bomber. Was hast du? Crafting Note. Meh. Will eigentlich nicht. Okay. Damit gehen wir jetzt über zum Sport. So, mein Versuch ist natürlich hier zu gucken. Oh, Tom Sky. Oh, damn. Utility Key. Den Schlüssel brauchen wir. Ho, ho, ho. Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. So, jetzt haben wir einen weiteren Schlüssel am Start. Aber das Gute ist, das sind genug Sachen. Wir haben wieder genau 6. Oh, wow. Pick up the pace. Ah, ist okay. Ich dachte jetzt schon, ich habe nichts verpasst. Gut. Ah, ich dachte jetzt schon, der hätte da realisiert, was ich gemacht hätte. Ja, Speed Upgrade schön. Oh, fuck. Where are you going? Rat mal. Rat mal. Ja, Chop Chop würde ich ganz gerne machen, aber Chop Chop, ich krieg aufs Maul heiß gerade hier. Aber da sieht man, wie schnell ich bin, trotz der nur 16. Okay, Utility Key. Damit könnten wir jetzt an die Sache rankommen. Und das wäre natürlich ideal, wenn wir das Zeug einfach irgendwo anders lagern könnten. Das heißt also, das werden wir dann am nächsten Morgen. Nö, wir könnten es eigentlich jetzt schon versuchen, denke ich. Wir müssen halt alles mitnehmen. Ich nehme einfach mal alle Sachen mit, die ich frei herumliegen habe. Wenn ich die nämlich da reinschmeißen könnte, hätte ich eine Sicherheit. Aber ich müsste logischerweise dann immer erst dahin. Oh, bye. Okay, Essenszeit. Aber es ist wirklich lustig gewesen, wie schnell Atoms zu Boden gegangen ist. Ich meine zumindest, ich wollte nicht auf den Table. Haha, ich habe den Platz weggenommen. Haha. Tut mir leid, Volkov, ist mein Platz. Oh, Night Booster diesmal. Wie drei da stehen bleiben. Es sah aus, als wenn. Okay, wir haben den beiden auf die Fresse gehauen. Haben wir Frost, komm auch nochmal auf die Fresse. Ich stehe ja schon auf. Okay, Free Time. Postcard, Dental Floss, alles Zeug, was ich nicht gebrauchen kann. Ich weiß auch nicht, für was man das gebrauchen könnte. Ich meine, wir haben ja zumindest mit dem Magazin mitbekommen, dass man das halt für. Hi. Sollte ich auch noch auf die Fresse hauen? Eigentlich schon. Eigentlich schon, aber das Problem ist einfach schlichtweg, ich habe gerade nicht das Zeug. Ho, ho. Das waren. Oh, das sind 10%. Inventory is full. Oh, Crow. Kann ich hier drin Zeug verstecken? Wenn ich wirklich einfach sage, ich lege das Zeug hier ab. Meine Crowbar werde ich jetzt als Waffe vermutlich wählen. Oder? Oh, die hat aber Prozentanzeige. Hat das Ding das auch? No. Oh, dann werde ich das Ding lieber mal hier lassen. Okay, damit haben wir jetzt Zeug gelagert. Ich bin mal so frei. Und lass das hier liegen. Oh, das Problem ist, jedes Mal, wenn wir den Schlüssel benutzen, wird er wirklich verwendet und danach auch wieder abgeschlossen. Oh boy, oh boy. Logischerweise den Schlüssel muss ich mitnehmen. Damit haben wir aber halt. Oh, a rope. Oh. Plastic work key. Oh boy. Ja, ich sollte nicht hier hoch. Alles klar. Alles klar. Ich habe einen Sniper-Schuss überlebt. Wow. Okay, ich verstecke mich. Wow. Hi. Okay, ich darf jetzt nicht raus. Ich darf jetzt wirklich nicht raus. Weißt du was?
Ich will mal ganz kurz so frei und leg das Zeug bei dir ab und hoffe einfach, dass nichts passiert. Okay, ich habe 2 Sniper-Schüsse. Game over, wow. Okay, er hat zwar gesagt, hat mich aber in Ruhe gelassen, was mir ein Vorteil war. Ich bleib jetzt hier einfach liegen. Und hoffe, dass mir niemand was tut. Und ich muss hoffen, dass... Oh shit, soll ich wirklich zum Rogue callen? Ich hoffe, ich kann zum Rogue callen, ohne dass sie auf mich losgehen. Hi! Ich war nicht auf dem Dach. Nope. War ich nicht. Bitte nicht auf mich schießen, angreifen oder was auch immer. Glad to see you all. We will sift through this off. Ah, Bomber hat mir getötet. Okay, dann ganz kurz abhauen. Ich brauche die Schlüssel wieder. Alles klar. Vor allem Work Key. Hi. Enjoy your day. Auch wenn ihr gleich schlafen geht. Okay, damit haben wir das aufgemacht. Wir haben ein Seil bekommen. Was auch immer wir damit wollen. Okay, ich denke, es ist der letzte Tag. Oh, vorletzte, die Nane. Ja, man sieht, wir sind immer noch bei 70%, also wir sollten für heute vielleicht... Oh, ich merke auch gerade. Ich laufe immer noch mit dem einen Zeug herum. Das habe ich also nicht mit reingelegt. Oh boy. Ja. Hi. It's a me. Listen up. Warum habe ich das Zeug eigentlich abgelegt? Ach, gut, ja, ist alles okay. Okay, was fehlt uns? Uns fehlt weiterhin das Kopfkissen und Upgrade-Möglichkeiten. Meine Fresse, das sagt ihr aber heute häufig. Okay, wir haben... Wir hätten eine Pfeile. Wir brauchen also nur Duct Tape. Wie gesagt, ich darf mir nichts erlauben. Ich habe immerhin den einen Sniper-Schuss abbekommen. 2 Mal wurde ich im Endeffekt angeschossen und habe es überlebt. Und mir geht es eigentlich relativ gut wieder. Ich bin schon wieder bei 39. Und ich, ja, ich habe 2x 20 Schaden genommen. Wow. Ah, ein Walkoff wieder. Man müsste eigentlich fast mal hingehen und am Ende dann zählen, wer wie häufig Scheiße gebaut hat. Ich rede jetzt nicht von mir. Ich warte mal ganz kurz. Hi. Okay, da ist nichts hinzugekommen. So, ebenfalls hoffe ich, dass diese Sachen hier nicht verschwinden, wenn ich das Spiel beende. Ja, ich weiß nicht, ich habe gesagt, dass ich mir jetzt nichts erlauben sollte, aber ich gehe trotzdem hin. Oh. Was war denn das? Das war eine Batterie, ja. Ich habe nur das Gelbe in Erinnerung und dachte, das ist Kleber. Nope, auch nicht. Come on, irgendwas. Ein Buch, Toothpaste, ja, von mir aus. So, aufpassen, hier dürfte jetzt gleich wieder eine Wache vorbeilaufen. Fleisch ist zwar nett, brauche ich aber nicht. Dass hier überhaupt keine Wache entlangläuft. Oh boy, da kommt eine. Nope. Hi. Nicht interessant. So, da oben ist noch eine Möglichkeit reinzugehen. Das sollten wir nicht vergessen. Nope, nicht Toilette. Ist alles nichts, was ich brauchen kann. Warum hat keiner ein verdammtes Kopfkissen? Das ist so schwer. Also wir wissen auf jeden Fall, in den Stashes ist tatsächlich was drin. Und was drin ist, ist vermutlich immer relativ wertvoll. Aber sind wieder Sachen frei geworden. Nope, es blinkt nur aus Spaß. Ist aber wirklich lustig. Ja, da schießen die mit Sniper Rifle auf mich. Jagen mich, oder bitte suchen mich. Aber lassen dann irgendwann wieder locker. Mann, ich habe kein Problem damit, aber... Okay, ist eh gleich Essenszeit. Moment, hast du irgendwas? No. No, no, no. Warum auch? Ist der... Sieht aus wie tot. Holy shit, bist du tot? Falls ja, klaue ich dir einfach mal deine Klamotten.
Spare ich mir was beim Arbeiten, ne? Er ist wieder auferstanden, oder? Oder er wurde weggebracht. Rest in peace. Rest in peace. Ah, oh, das sah wirklich so aus. Er hatte keine Sternchen über dem Kopf. Ah, da ist er. Hat sich neue Klamotten besorgt. Oh, und Besteck. Und Besteck. Und es ist natürlich auch immer lustig, wie sich die alle über den Chef beschweren, aber im Endeffekt das ja alles von dem Kollegen hier im Gefängnis. Lässt du mich in Ruhe? Vielen Dank. Come on. Dass man manchmal so richtig nah dran davor stehen muss, ist ein bisschen nervig. Alles Gute ist, wir müssen eine Uniform weniger waschen diesmal. Yo, hey. Okay, ich weiß nicht, ob Bradley der Hausmeister hier ist, aber da hat er einen Fleck übersehen, wa? Okay, eine noch. Hi. Ah ne, Fricken ist weiterhin der Hausmeister, alles klar. Sehr schön, damit haben wir das auch wieder geschafft. Jo. Ich habe alles durchsucht, ne? Also das ist das Problem. Das ist das ganz große Problem an diesem Spiel. Man Zeug braucht und an das Zeug nicht einfach rankommt. Oh, hi. Oh, hey, hi. Vielen Dank. Sturdy Shovel, Lightweight Shovel. Aber wie man sieht, oh, diesmal ist Sheet of Metal. Okay, der macht auch ein bisschen mehr Sinn. Ihr habt alles nichts. Hast du irgendwas Neues? Nope. Ich muss weiter überlegen. So, wir wissen. Tomsk war derjenige, der den orangen Schlüssel hat. Das ist orange. Nenada hat rot. Vor allem, wir haben auch schon den grünen Schlüssel. Eine Frage ist, was war mit dem grünen Schlüssel? Vor allem, wenn man auch nichts schmuggeln kann. Warum? Ich meine, ich kann verstehen, hier könnte man rangehen, aber ich weiß nicht mal, ob das... You're out of range, ja. Ich meine, wir könnten da aufmachen, um da ranzukommen, aber... So wirklich? So wirklich ist es das nicht. Haben sich schon wieder irgendwelche Leute geprügelt. So, wir sind bei 0 an Heat. Also uns sollte jetzt eigentlich niemand mehr was tun. Was mache ich falsch? Was kann ich vergessen? Oh ja, Weißbrot und Pumpen. Wer muss denn laufen, wenn er zuschlagen kann? Everyone, get in here. Uns fehlen zwei Schlüssel, oder? Welche Schlüssel gibt's noch? Wir hatten Zelle. Wir hatten den roten, das ist Personal. Wir haben Orange. Das ist für die Türen hier. Und dann ist auch, was könnte man machen auf dem Dach? Also aktuell haben wir drei Schlüssel am Start. Also wir können raus aus unserer Zelle, können in die jeweiligen Arbeitsbereiche, wir können in diese Utility Rooms, wie sie genannt haben. Maisbrot, okay. Lass mich mal ganz kurz was machen. Socke. Wir könnten eine Toothbrush hier brauchen. Ja, komm. Ja, wir können raus, wir können in die beiden Bereiche rein. Was fehlt? Wir haben den Lila. Wir haben Weiß. Und das ist es vermutlich.
Das bedeutet vermutlich auch gleichzeitig, dass die. Nee, es gibt fünf Wachen. Fünf Wachen. Oh, Warden. Welches ist der Warden, derjenige, den wir halt brauchen? So, ich gehe mal wieder hin. Bereite schon mal vor. Könnten theoretisch einfach da reinlaufen und gucken. Könnten wirklich einfach was versuchen. Wen muss ich das überhaupt anlegen? Oh boy. Pickaxe. You call that a knife? Du hast Feuer, das brauche ich überhaupt nicht. Okay, er ist schon bei 40%. Wow, fuck. Okay, die wussten ja, die haben es gehört. Die haben es gehört, verdammt, no. Lasst mich einfach alle in Ruhe. Hey, du. Ich verstecke mich hier einfach drin. Okay, wir haben neues Zeug dazu bekommen. Ich hoffe mal, dass die mich bis zur Essenszeit dann, bis zum Evening Roll Call, was einfach mal noch eine Stunde 20 Minuten ist, dann wieder in Ruhe lassen. Also es gibt zwei Schlüsse, die uns fehlen. Orange. Lila. Und weiß. Wir wissen, wir haben vier Schlüssel. Wir haben aber fünf Wachen nur. Was bedeutet, dass der Warden vermutlich. Und da gehe ich von aus, dass er den weißen Schlüssel hat. Dass der Drecksack den weißen Schlüssel hat. Das Problem ist nur, kann ich den Warden einfach so angreifen? Ich meine, ich kann es versuchen. Aber es ist halt auch super riskant. Aber super riskant. Weil ich gehe davon aus, so wie bei dem. Vor allem Metalldetektor ist angegangen. Wo haben die das gewusst? Also ich gehe davon aus, dass da Kameras am Start waren. Die haben mich gesehen. Ich gehe einfach davon aus, ja. Okay, lang genug versteckt. Ich hoffe jetzt einfach, dass die mich in Ruhe lassen. Hi! Ja, sehr schön. Okay, damit kommen wir dann auch schon zum Ende des Teils. Wir sind weitergekommen, definitiv. Aber ich habe immer noch Fragen, immer noch meine Bedenken, wie das hundertprozentig funktioniert. Weißbrot Schattenmensch, ja klar. Also wir können das Ganze schon eigentlich ignorieren. Okay. Das bedeutet, wir werden blondes Gift und Atoms, denke ich. Oder was, Deep Blue? Auf jeden Fall müssen wir die auch noch umhauen. Gucken, was für Schlüsse die haben. Und dann im Endeffekt versuchen, hier auszubrechen. Okay, ich werde Zeug hier reinlegen und werde das Zeug hier rausnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.